Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin hier gerade im sonnigen und arschkalten Hamburg unterwegs. Es ist minus 2 Grad gerade, aber dafür haben wir strahlend blauen Himmel und Sonne. Deswegen dicke Mütze, dicke Jacke und Sonnenbrille. Ja, was wollte ich euch mal ein bisschen erzählen und näher bringen? Und zwar bin ich seit längerem relativ hardcore kurzstreckenmäßig unterwegs. Also ich fahre wirklich ziemlich viel Kurzstrecke, meistens so 6 bis 7 Kilometer eine Tour. Also das heißt, der Wagen, ich sehe es hier an meiner Öltemperaturanzeige, ist der Wagen gerade Betriebstemperatur erreicht. Sobald diese erreicht wurde, ist eigentlich so 2-3 Kilometer Fahrt drin. What the fuck, bro? Here, calm the fuck down! Zuckt er mich hier an, weil ich keine Fahrradfahrer überfahren will. Als der Wagen gerade anfängt, richtig warm zu sein. Und genau dann bin ich am Ziel und dann stelle ich meistens wieder ab. Das ist bekannterweise, dass der Kurzstrecke allgemein nicht so gut ist. Und bei manchen Leuten kamen dann die Hydros oder wenn man das Hydrostöße klappern wurde, relativ laut oder wurde dann sehr präsent. Was auch bekannt ist, ist, dass dann so ein Schleim sich dann im Öldeckel bildet, wenn man da mal reinschaut. Ich habe da ziemlich lange nicht mehr reingeschaut. Ich war länger nicht mehr auf der Autobahn. Ich fahre aktuell sowieso relativ wenig Auto. Ich will mit dem Ding auch unbedingt mal wieder auf die Autobahn eine längere Strecke fahren. Vielleicht kriege ich das am Wochenende hin, aber das wisst ihr noch nicht. Aber ich weiß es ziemlich bald, mache ich eine ziemlich große Strecke. Und zwar habe ich eine Strecke von gut 700 Kilometer vor mir. Das ist ein kleines Projekt, was ich für euch mache. Dafür fahre ich einmal quer durch Deutschland. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Es ist, glaube ich, ein ziemlich geiles Projekt. Ich bin hochgradig gespannt, wie das wird. Ich bin hochgradig gespannt auf das ganze Thema, was ich euch zeigen werde. Und ich freue mich mega, dass ich das, der Projektstart oder das Projekt angenommen worden ist, meine Ideen. Und ja, mehr will ich gerade noch nicht verraten. Ich habe mich aber riesig gefreut, dass ich das auf die Beine gestellt habe. Ich nehme mich aber auf die ganze Reise mit. Und es ist ein kleines, neues, großes, interessantes Projekt, was ich gerade am Start habe. Und das werde ich mit euch dann auf jeden Fall begleiten. Ich bin selber sehr gespannt. Mich interessiert es auch großartig. Zwei Leute, glaube ich, mittlerweile aus der Gruppe wissen Bescheid. Aber die wissen auch nur, dass ich was mache. Aber was wissen sie auch nicht? Also sie wissen, dass da ein bisschen großes Projekt geplant ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Also er kriegt auf jeden Fall bald eine relativ große Tour. Und nach der großen Tour wollte ich dann einen Ölwechsel machen. Ich zeige euch gleich mal meinen Motor, wie der gerade klingt. Er ist jetzt, ich habe mal die Kamera gedreht. Ich zeige euch mal, aktuell ist es so, hier sieht man die Öltemperaturanzeige. Also ich habe nicht ganz die Betriebstemperatur, es sind jetzt ungefähr 80 Grad, die ich habe. Und ich zeige euch mal den Öldeckel. Ich bin selber gespannt, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Aber das ist, was ich aktuell mal mache. Und zwar, ich fahre ein paar Kilometer. Und dann stelle ich den Karren wieder ab. Der Moment, der Moment. Okay, interessant. Sieht man. Ölfarbe scheint in Ordnung zu sein, aber ein Wechsel ist sowieso bald geplant. Schleim hat sich jetzt nicht gebildet. Ist mein iPhone zu heiß geworden, gerade beim Filmen? Gibt er mir die Nachricht, Blitz kann erst aktiviert werden, wenn mein iPhone abgekühlt ist. Aber nehmen wir jetzt mein anderes iPhone, leuchte damit jetzt rein. Das nervt ja auch. Können wir mal reinleuchten ein bisschen. Und zwar sieht man eigentlich, dass es soweit ganz gut aussieht. Finde ich. Das Öl, was ich gerade drin habe, ist jetzt 12.000 Kilometer alt. Ich habe gerade auf den Zettel geguckt hier. 12.000 Kilometer alt und das ist noch relativ fresh. Der klingt auf jeden Fall ganz normal, macht keine komischen Geräusche oder klackert nicht. Und ich denke, das wollte ich auch noch mal zeigen.
Also ich höre hier weder irgendwas klackern, noch irgendwelche Hydrostöße oder sowas. Anscheinend ist es doch nicht ganz so schlimm gerade. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Ansonsten, wenn ich gleich zu Hause bin, shoote ich noch ein zweites Video. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr im BMW fahrt und ihr fahrt mit dem Wagen an und ihr habt einen Handschalter, ganz besonders für die, alle BMW-Fahrer, ihr habt einen Handschalter. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr mit allen anderen Autos ganz gut fahren könnt, gut schalten könnt, gut kuppeln könnt, aber beim BMW fühlt sich an, als wärt ihr ein Fahranfänger. Und da gibt es eine Lösung, die ist ganz einfach, die ist sehr effizient, bedingt durch eine einzige Sache, die nur BMW so macht. Und da zeige ich euch ein bisschen was drüber. Es sollte eigentlich auch einigen Leuten, die sich ein bisschen mehr mit ihrem BMW auskennen, bekannt sein, anderen wahrscheinlich nicht. Und da werde ich ein kleines Video drüber machen, euch ein bisschen zeigen. Ich habe das bei mir schon behoben und ja, auf jeden Fall fährt sich das deutlich besser. Aber das ist soweit vorweg, jetzt, das geht zum weiter nächsten Video. Das war ein kleines Ölcheck-Video, weil mich das interessiert hat. Und ich dachte, ich nehme das einfach mal und teile das mit euch. Und das war's von meiner Seite. Soweit, bis bald und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das gefallen hat oder interessiert hat oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, gerne abonnieren. Teilen, liken, sonst was, volle Programm und folgt mir auf Insta, da bin ich auch relativ aktiv und ansonsten habt eine gute Fahrt und bis bald. Peace.